Widerstand! Für den Führer! Für die Einbahnstraße nach Jerusalem! Für das erwachende Deutschland! Für den Führer! Für die Einbahnstraße! Boykottiert! Sehen Sie das nicht? Ich bin hier der Chef, wenn Sie gestatten. So. Da sind Sie ja was rechtet. Deutschland! Erwache! Juda! Verrecke! Deutschland! Erwache! Juda! Verrecke! Sie haben das Krankenhaus sofort zu verlassen. Herr Professor Oppermann hat... Bitte nach Hause, Herr. Was erlauben Sie sich? Was geht hier vor? Nationale Revolution, Herr Professor. Judenraum. Da müssen Sie schon 25 Mann rausschmeißen. Da geht nämlich der alte Lorenz mit. Lassen Sie wenigstens Professor Oppermann frei. Ich verbürge mich, dass er das Haus verlässt. Und bin 20 Minuten aus dem Haus ist. Du und du, ihr beide kommt mit. Sie haben den Wolfssohn eingestellt. Martin Oppermann? Ja. Was wollen Sie von uns?
Von Ihnen gar nichts, meine Dame. Sie ziehen sich an und kommen mit. In diesen Zeiten ist Widerstand gegen die Anordnung des Führers Landesverrat. Ich habe mich den Anordnungen meines Packers Hinkel widersetzt, von dem ja nicht bekannt ist, dass ihm irgendeine amtliche Funktion zugewiesen worden ist. Schreib. Oppermann macht Ausflüchte und leugnet. Ich trage an der Hand! Der feine Pinkel da, der Saujut, noch dichter. Der nächste. Geschichte, wisst ihr Bescheid. Da wird auch nicht lange gefackelt. Wenn die Schnauze aufreißt, dann gibt's gleich einen drüber, da wird nicht lange erzählt. Wo ist er denn? Mein Krass, ist das wieder. Stillgestanden! Hab ich was von Rühren gesagt? Stell dich an! Knie durchgedrückt! Brust raus, Bauch rein! Und die Hände an der Hosennaht! Kapiert? Nicht mal in Ruhe essen, das seien die Judensau da. Wanderspring 44-1, Scharführer Ernster Hitler. Der Rollsturmführer, verstanden, Heil Hitler, Ende. Ist hier einer, der Oppermann heißt? Ja. Ich glaube, es ist besser, Sie gehen nach. Haben Sie sich's überlegt, Oppermann? Unterschreiben Sie.
Jetzt das noch. Ihre Erklärung, ob Sie gut behandelt worden sind bei uns. Sie sind doch gut behandelt worden. Ja. Dann noch 2 Mark für Unterkunft und Verpflegung.